Raumbezug bei diesem Video ist, ich denke, das ist ziemlich klar. Es ist letztlich ein Stadtporträt. Ein Stadtporträt besteht aber nicht nur aus Gebäuden, sondern eben auch aus seinen Menschen, seinen Bewohnern. Und wenn man sich jetzt überlegt, wenn man den Abspann mal, da gibt ja schon eine ganze Reihe Hinweise, um welche Stadt es sich handelt. Wenn man sich überlegt, kann man das aus den Bildern direkt erkennen, außer dass es kyrillische Schriftzeichen sind, so ganz genau weiß man es, denke ich, nicht sofort. Wenn man dann den Namen Immanuel Kant liest, dann werden hier im Saal bestimmt alle direkt wissen, um welche Stadt es sich handelt. Ich werde jetzt nicht fragen, das ist Königsberg. Aber natürlich ist es vor allen Dingen auch ein politisches Video, weil es ist natürlich nicht nur Königsberg, sondern es ist Kaliningrad. Und ich denke, das macht dieses Video schon ziemlich deutlich. Ich habe so ein bisschen im Internet nachgeschaut, wie denn eigentlich, ich will nur so ein paar wenige Stichpunkte nennen, wie sich die Stadt im 20. Jahrhundert verändert hat. Und das kann man ganz gut an der Einwohnerzahl sehen. Das waren nämlich ungefähr, also von der Fläche her sind es ungefähr 220 Quadratkilometer, sagt mir jetzt auch nicht so viel. 2005 ist die Stadt 750 Jahre alt geworden, zumindest hat man da gefeiert. Kann man sich vorstellen, dass das Entspannungsfeld stattgefunden hat. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg hatte die Stadt 370.000 Einwohner. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, durch Auswirkungen von Krieg, Flucht und Vertreibung, waren es noch 70.000. Und jetzt sind es wieder 430.000 Einwohner, ungefähr, vor ein paar Jahren. Von denen ungefähr 78% Russen sind. Und lokalisiert ist Kaliningrad so in einer Exklave zwischen Litauen und Polen. Und es gibt eine ganze Reihe Städtepartnerschaften an der Ostsee. Hier gibt es im Hintergrund, dass Kai Zimmer in Kiel aufgewachsen ist und Kiel und Kaliningrad eine Städtepartnerschaft haben. Aber Kiel lässt sich ja auch über einen Namen klar machen: Kaliningrad. Ich würde mal annehmen, ich weiß es nicht genau, dass auch in Russland Kalinin nicht unbedingt so heute noch bekannt ist, aber vielleicht erinnert sich da auch. Man hat wohl auch mal darüber geredet, ob es nicht Kantgrad hätte heißen können. Kalinin ist eigentlich ein Name und Grad heißt Stadt. Und Michail Iwanowitsch Kalinin war 1946 gerade gestorben und er war sowjetischer Staatsoberhaupt. Nachdem hat man die Stadt benannt, ohne dass es einen direkten Bezug zur Stadt gegeben hat. Und jetzt gibt es natürlich die großen Diskussionen darüber, ob man die Stadt wieder zurückbenennt. Oberthema ist der Raum, hier der Stadtraum. Es ist eben ein sehr subjektives Porträt. Und ein Punkt ist ganz schön in unserer kleinen Broschüre, die Sie auch alle mitnehmen sollen. Kostenlos liegt sie überall aus. Die Texte sind wirklich sehr schön geworden, denke ich diesmal. Nennen, wer daran mitgearbeitet hat, dass das hier an dieser Stelle auch noch genannt wird. Das sind einmal Sarah Christi Happersberger, Helene Horn, Christa Appel, die die Texte geschrieben haben und dann hat es eine lange Bearbeitungsphase gegeben und diese Texte werden auch dann die Grundlage sein für unser Katalog. Aber ich möchte zitieren aus dem Text hier in dem Fall von Helene Horn. Der Film zeigt Szenen aus dem Kaliningrader Alltagsleben und wirkt beinahe dokumentarisch. Würde der Blick der Kamera nicht so häufig auf vorbeieilende Frauenbeine in hochhackigen Schuhen verweilen? Na klar, das ist ziemlich auffällig. Und sonst wäre es ja kein subjektives Stadtporträt, wenn man da nicht so eine subjektive Note reinbringen würde. Ich möchte Kai Zimmer nach vorne bitten und ihm die Urkunde überreichen. Kai Zimmer, 1964 in Kiel geboren. Nein, komm bitte. Ja, das ist gut. Kann ich nicht. Ja, der Maler-Medienkunstpreis mit einer Urkunde. Kann man die Urkunde hoch?
wir haben nämlich das Wappen analog zum, jetzt ist es reingerutscht, genau, ein Signet entwickelt analog zum European Sound Art Award. Ich freue mich darüber, dass hier ein Vertreter mit einem so vielschichtigen Thema gewonnen hat. Man könnte jetzt bekannt weiterreden. Der Running Gag des Brotes, der Tischplatte, die da rumgetragen wird. Kein, du machst noch etwas. Erstmal möchte ich mich natürlich bei der Jury bedanken, dass sie den Preis Neue Bildungspreis meiner Meinung nach zugesprochen hat. Dann möchte ich noch kurz, also möchte ich an dieser Stelle auch noch einen Dank aussprechen an meine Darstellerin Olga Suhrauer, die ganz spontan zugesagt hat, weil sie auch erst vor Ort kennengelernt hat. Und dann möchte ich auch noch Alexander Allerich danken und Tatjana Rollschimmer, die ich in Kaliningrad, also vielleicht kein Russisch kann, etwas in der Luft gehangen hätte. Also immer wenn es mich erkundigen wollte oder was gut da war, konnte ich mich auch. Dann möchte ich auch noch Gerd Haag vom Ministerium für Justiz, Kultur und Europa, des Landes Deutschland danken, der das Projekt von Anfang an unterstützt. Ja, und jetzt, ich könnte noch viel öffnen, ich bin noch ein bisschen hier, und dann kann man auch wieder Fragen stellen zu dem Dreh oder zu dem Projekt. Warum kommen wir beide vor? Okay, also das Grundthema war Kant und dann auch Weiner sagte,